Die Freedom Chasers sind unterwegs. Das sieht einfach aus, als wenn man irgendwie auf einem anderen Planeten wäre, finde ich. Nee, nee, nee. Wir sind die Letzten im Hotel. Alle anderen sind schon losgefahren, haben ausgecheckt. Und wir... Ja, war das Hotel noch genossen? Wir haben noch die letzten Minuten mitgenommen. Die Erholung, um heute El Paso del Stilvio mitzunehmen. Es wird sehr spannend. Theoretisch soll es hier demnächst regnen und gewittern. Aber das Regenradar sagt eigentlich, jo, gen Norden sieht's gut aus. Wir haben sogar meinen Topcase wieder gefixt bekommen. Das ist ja sehr schön. Denn der Lodrim hat sein vorzügliches Multitool mitgebracht. Damit konnten wir diese Schraube hier wieder befestigen. Das ist sehr gut. Und jetzt? Holy Topcase! Ohne Scheiß. Topcase, beste ever. Sieht scheiße aus, ja, aber ist scheiße gut. Ja, Mann. Und gerade bei so einer Tour, ich meine mit so einer Zuladung, kann man das schon machen. Mein Sohn. Am Tage deiner Geburt raunten selbst die Wälder von Lordaeron den Namen Arthas. Wow. Ich habe schon wieder ein bisschen vergessen, wie es hier aussieht, muss ich zugeben, an der Seite. Holy shit. Guten Morgen, Welt. Wir hatten in unserem Etablissement die wohl geilste Pizza, die ich wahrscheinlich so hatte. Also eine der besten Pizzen meines Lebens. Und es waren Kartoffeln, Zwiebeln und Speck drauf. Und das war köstlich. Also wenn ihr in St. Nicolò seid, da hinten, wo wir gerade losgefahren sind. Mega Hotel Pizza. Rhododendri. Hotel Rhododendri. Habe ich mir auch auf Google Maps markiert für, wenn ich mal wieder hier bin, dass ich hier Pizza esse. Wir halten. Nur weil da eine Lady dabei ist, die 12 ist. Tatsächlich bin ich bei Hundis inzwischen durch meine Freundin so, dass ich für Hundis, auf Hundis sehr viel Rücksicht nehme, weil ich die Hundis sehr mag. Achso, hier ist die Servito-Seite. Nehmen wir die nicht, oder sind die auch wieder zwei Seiten? Steht auf deiner. Wie teuer ist denn bei dir drüben? 2,19 Liter, Mari? Okay. Ist das hier unser Servito? Ist bei dir auch Servito? Scusi? Buongiorno. Si. You're... I can do it myself. Thank you. Ich bin auch voll. Und mein Schlüssel ist nicht im Beton. Man muss Dominanz zeigen. Oh nein. Zeig nicht den Transporter Dominanz. Okay, aber nach dem Transporter ist gut. Do it. Go, go, go. Go, go, get it. Oh boy, ja. Wow. Holy shit! Wir sind locker 30. Cancel! 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 Mein Gott! Cancel! Cancel! Du musst das langsam und ruhig sagen, wenn du dich aufkriegst. Das sind locker 30 Meter Höhenunterschied gewesen. Wieso musst du den fucking Stelvio Pass mit deinem fucking Wohnmobil fahren? Oh, da oben mit dem, mit dem Berg war schon ganz knapp gerade. So, warum fährst du hier mit dem Ding lang? Oh, da oben geht's euch lang. 14 Tonnen Antis! Aber ist das jetzt der Stelvio Pass? Nee, ne? Martin? Das ist er? Die Offroad der Krim. Hallo.
jetzt zeig mir dein geiles Gerät. Warte, ich steig erstmal auf. Dann mache ich so. Und dann nehme ich es einfach. Das ist schon ziemlich witzig. Not gonna lie, das gefällt mir. Und pack es hier ein. Ah, da war wieder mein Bugspoiler. Wieso hast du den auch dran? Hast du den nicht immer abgemacht für so Sachen? Nein, Optik ist wichtiger als Funktion. Oh, schön. Oh, super Sportlerfahrer. Kevin, Vorsicht. Danke für diese Audiowarnung. Ey, also ich muss zugeben, der Rückspiegel ist eine Sache, die ich hier relativ selten checke. Ich guck oft rein. Paso del Stelvio, 2758 Meter über den Meeresspiegel. Und da vergesse ich doch glatt den Blinker auszumachen, vor lauter Höhe. Okay, hier ist... wo geht diese... Oh... What the shit. Nice. Ja, da wollen wir auch halten, oder was? Gern kurz halten, also hier gibt's Würste. Du kleinen Happen. Ich komm neben dich, rechts von dir. Ich lasse den Gang eingelegt übrigens. Und da Halleluja, da ist Schnee. Wow. Österreich. Okay, funktioniert. Oh, sorry. Ich hab den Reifen getreten. Fahren wir gleich runter. Ich bin gespannt. Das wird lustig. Ich glaube, wenn wir das hinter uns haben, sind die krassesten Pässe für dieses Jahr um. Man jetzt schon wehmütig. Und jetzt schauen wir mal, wie der Ischi auf diese Kurven reagiert, die wir gleich runterfahren werden. Ich hab das da unten gesehen. Ich dachte so, boah, kurviger Schild, jetzt sehe ich das hier. Und ich so, oh mein fucking Gott. Ist eine sehr schöne Landschaft zwischen Saar und Obermosel. Das ist alles in der Nähe von Trier. Ich muss das erstmal gucken, wo das ist. Ja. Aber älteste Stadt Deutschlands eingeben, da kommt Trier. Aha, oh, ja? Okay. Wo kommt ihr her? Eigentlich Berlin, also er kommt immer noch aus Berlin. Potsdam. Ja. Und ich bin inzwischen nach Nordrhein-Westfalen gezogen, Sauerland. Ah ja, das ist ja von uns gerade so weit weg, das sind 250 Kilometer. 250 Kilometer, ja. Ja, da kann ich echt mal so ein Fläschchen abholen. Ja. Kein Problem. Kein Problem. Ich habe Apfelwein geklärt. Mega gut. Sind das da zwei köstliche Würstchen, die du in der Hand hältst? Würstchen im Brot. Bei dieser köstlichen Würstchenbude hier mitten auf dem Paso di Stelvio. Was meinst du? Das Vollere.
Das ohne Sauerkraut. Das ist wirklich mega lecker. Es gibt Wildwurst, wir haben Schweinswurst genommen, mit Sauerkraut, mit ohne. Und was ist das für eine geile Aussicht, ne? Also die Würstli-Bude hier oben, können wir wärmstens empfehlen. So, Paso del Stelvio, Stilfser Joch, es geht bergab. Erste Hürde, Motorräder, den Berg schräg hochschieben. Hey, ich sehe gerade PM, von wo bist du? Wie bitte? Von wo bist du? Wir, Potsdam. Berlin, Potsdam. Ja, ich bin aus Brandenburg-Stadt. Ach cool. Südtirol. Nice, und schon haben wir hier wieder die ersten Tornantis geschafft. Hey, guck mal, da oben ist die Höhe, wo wir gerade waren. Das ist so lächerlich. Tornanti 6. Aber jetzt sind wir in Österreich, es sind jetzt wieder Serpentinen. Kurve 6. Kehren. Oh, Kevin, Koffer sehr nah am Stein gerade gewesen. So geführt einen Millimeter. Oh ja. Hast du nicht gesagt, die sind nur so breit wie meine Spiegel? Nee, bei mir. Bei dir nicht. Bei dir sind sie deutlich breiter. Also da hat wirklich nicht mehr viel gefehlt, ne? Oh, schön, reiße ich mir doch einen Koffer ab. Ich will nicht wissen, was dann passiert. Ob das denn dich rumhebelt komplett, ja, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Das macht so Fupp einmal und dann... Mein Arsch wird so durchvibriert. Mein Arsch brennt. Wo bitte fahre ich hier gerade lang? Ah. Fährst den Stelvio Pass, ja. Oh, da geht's auch wieder gut runter gleich. Schön. Da winkt er uns. Wir fahren übrigens seit einer Stunde jetzt. 33 Kilometer. Machen wir das jetzt bei jeder Kurve? Ja, so lustig. I love it. Jetzt habe ich keine Lust mehr zu winken. Ich bin immer noch mehr. Guck mal, jetzt wird es immer mehr. Jetzt kommt es auch aus der anderen Seite raus. Und das war der Stelvio Pass oder auch Stilfser Joch genannt. Mein Gott. Halleluja. Intensiv. War nicht sehr schnell, war auch viel Verkehr, aber schlecht war es trotzdem nicht. Bella Vista, in der Tat, der Name ist nicht irreführend. Alter, das war knapp wieder mit dem Koffer, ne? Ja. Ich hätte auch nie gerechnet, dass er auf meine Spur kommt. Womit ich auch nicht gerechnet habe. Obwohl ich es inzwischen besser wissen müsste, dieser Ausblick. Fahren wir da auch noch rüber? Nee. Wir sind irgendwo, keine Ahnung wo. Martin. Alles gut? Nö, bei dir? Gut? Einmal angebumst. Sicherheitsabstand ist der beste Abstand. Tago. Italia. Litre? 8.000. Okay. 1000 Liter. Das ist lecker weiter als Bier. Ja. 8.000 Birra! Buono, buono! Buen to you. Gute Fahrt.
Have a good trip. Safe journey. Gut. Caminar, könnte es. Yeah. Warte mal. Google. Fai un buen viaggio. Ah, fai un buon viaggio. Grazie mille. Buen dia. War nicht cool. Komm da an, sehen, wie interessiert ich ihr Fahrzeug begutachte, ja. Und labern mich auf Italienisch so. Ich habe nichts verstanden. Haben wir uns so zusammengestückelt, so, ja, okay. Und da habe ich versucht zu erklären, dass wir von Berlin nach Gardasee sind. Und er wusste aber nicht, dass Berlin Deutschland ist. Und dann habe ich ja gesehen, die haben da Frischwasser aus ihrem Tank anscheinend irgendwo reingelassen. Also wahrscheinlich so einen Wassertank aufgefüllt. Also keine Güllepumpe gewesen. Ja, das ist doch keine. Es war Frischwasser. Und dann habe ich so auf meinen Trinkrucksack gezeigt und den Schlauch und sagst so, guck mal hier, ich habe auch Wasser dabei. 3 Liter. Und er dann so, oh, 3 Liter, aber ist doch kein Bier, oder? So, nein, nein, kein Bier. Bier habe ich hier hinten. Bier hast du wieder verstanden. Ja, Bier habe ich verstanden. Und dann habe ich auf meinen, wow, sieht das schön aus. Dann habe ich auf meinen Krieger getippt, weil da ist ja noch das italienische Bier drin. Ja, da ist das Bier drin. Ah, sehr gut. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viel Wasser denn in seinem Tank ist. Ja, ja, so 8000 Liter. Und dann hat er gesagt, ja, aber es ist Bier, ne? So, oh, dann muss ich mich mal ranlegen. Es ist so herrlich als Motorradfahrer. Du wirst einfach angelabert von Leuten. Das ist so schön. Angesprochen, sollte ich sagen. Labern ist so negativ. Das ist wirklich schön, einfach so Leute, die sich interessieren für dich. Selbst wenn du die Sprache nicht sprichst, man versteht sich halbwegs. Und wenn alle Stricke reißen, Google Translate. Ich liebe diese Reise. Mein Gott. Irgendwas. Das Ding links. Hä? Cool ist das Ding hier links. Oh ja. So ein Memorium oder sowas. Nächstes Mal bitte eine kurze Vorwarnung, dann kann ich schon mal 2 Gänge runterschalten. Ich überhole jetzt. Okay, ich schalte 2 Gänge runter. Was ein Urlaub, ey. Vor 12 Tagen im Sauerland gestartet, die ersten Aufnahmen gemacht, die ersten Gedanken eingesprochen, nicht ahnend, was mich erwarten wird. Jetzt bin ich hier nach 12, 13 Tagen, whatever, und habe so viele Erfahrungen gesammelt, dass ich sie gar nicht alle verarbeiten kann. Die sind so viele gewesen, die sind einfach so über mich geschwappt und erst so, die werde ich echt erst in ein paar Tagen und Wochen, glaube ich, fertig haben. Hello, friendo. Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass wir heute die 82 Kilometer nicht machen. Habe ich auch schon gesagt, als wir da gerade gechillt haben, so, ey, wir sind 70 Kilometer erst gekommen in 2 Stunden. Ja, so, Halleluja. Du musst halt bedenken, so ein Pass wie der, ne? Das ja, ist genau. Was wir dann halt gesagt haben, dass wir heute nicht so viel machen. Wenn es aber jetzt sowas bleibt wie jetzt, ne? Ja. Schafft man halt Strecke. Hier ist der Turm, den müssen wir anhalten. Ah. Oh, ja. Da sind wir hier rausgefahren. Hier biege ich ab. Ich steche gleich gerade rein in den Parkplatz. Ich versuche so viel Platz wie möglich für Martin zu lassen. Okay. Oh, schön. Der ist ja hier so umringt. Ganz schlimm das. Ja, stay hydrated, Leute. Auch wenn wir keine 8000 Liter Wasser dabei haben, die Reisen sehr wichtig für uns. Wo sind wir? Wir sind bei so einem Kirchturm, der im See steht. Irgendwo in Italien. Man kennt ihn. Grauen am Vinschgau. Die versunkene Stadt. Oder, wie ich gerade gelesen habe, erst gesprengte Stadt. Enteignet und überflutet letztendlich. Und das Einzige, was noch herausragt, ist der Kirchturm. Der Ishii macht gerade ein paar Drohnenaufnahmen.
da sehen wir ein Lodrium, der versucht, die Tour spontan umzuplanen, weil sein Motorrad zu laut ist für die nächste Strecke. Wisst ihr, wie geil ist das, dass wir so schönes Wetter haben? Das freut mich tierisch. Kein unserer Touring-Tage, wo wir von A nach B mussten, hatten wir Regen. Jetzt kann es ja nicht mehr besser werden. Habe ich mir jedes Mal gesagt und dann wurde es besser. Wir lassen Italien hinter uns mit dem Reschenpass und Österreich beginnt ab hier. Wie ist es wieder in Österreich zu sein, Ishi? Fühlt sich's anders an, sag ich? Also sehr anders. Okay. Ab jetzt gibt es wieder normale Tankstellen. Das ist doch was Tolles. Das erste Mal ist die Planung in eine Sackgasse geraten. Also technisch gesehen keine Sackgasse. Kalimoda hat gesagt, da geht's nicht lang. Wir sind trotzdem da lang gefahren und da war es ein Tunnel. Aber wir waren uns jetzt nicht sicher, ob man für diesen Tunnel eine Vignette braucht oder nicht. Wir haben dann davor gewendet und jetzt werden wir hier eine neue Planung starten, die sowohl irgendwelche Auspüffe als auch nicht vorhandene Straßen mit einbezieht. Und dann werden wir irgendwann irgendwie heute in irgendwo ankommen. Wo kommen wir dann? St. Anton am Arlberg. St. Anton am Arlberg. Ich freue mich schon sehr auf meine Dusche da, denn es ist bullenwarm hier. Es fühlt sich an wie deutlich über 30 Grad. Und gerade wenn man hier so mit 30, 50 Sachen durchfährt. Mal schauen. Erstmal ein bisschen Verpflegung, kleine Pause und dann geht's gestärkt weiter. Tendenziell ist es nicht mehr weit. Zur Not holen wir uns halt so eine Tagesvignette und nehmen den direkten Weg. Ja, technisch gesehen ist das so der erste Huckel, den wir haben. Ne? Österreich. Wie gesagt, super weird, als ich das erste Mal nach Österreich reingefahren bin, vor nicht mal einer Woche. Ne? Hat sich angefühlt wie, oh mein Gott, Abenteuer. Was würde mich hier wohl erwarten? Kurven? Oh, wir waren so gehypt. Und als das zweite Mal fahre ich nach Österreich rein, nachdem ich all diese phänomenalen italienischen Pässe gefahren bin, diese geilen Aussichten hatte, überall Landschaft, egal wo du hinkickst. Oh, Österreich, ab jetzt wird's flach. Das ist schon sehr krass, dieser Unterschied, den man da hat im Mindset. Aber ich genieße es auch. Wird schön, auch wieder ein paar Kilometer zu machen. Aber ich kann es mir noch nicht ganz fassen, dass dieser Urlaub einfach auf sein Ende zugeht. Offensichtlich ein schwieriges Ende mit Umleitung, aber ganz geil. Ein Ende, Jesus. Und ich habe ihn so genossen, er hat mir so viel gegeben und ich will auf jeden Fall nächstes Jahr wieder so einen machen, denn wow. Wow. So, und da ist irgendwas gesperrt, aber Google Maps weiß ja Bescheid. Glaube. Google Maps sagt, wir müssen jetzt runter. Ja, das macht Sinn. Obwohl es eindeutig für mich nicht hier ist. Also es ist komplett schon wieder... Eigentlich sagt Google Maps jetzt geradeaus. Was machen wir jetzt? Nee, fahr hier rechts runter. Wie bitte? Runter? Runter. Das ist doch diese genau die gleiche Umführung, die wir gerade hatten. Da vorne wären wir wieder da gewesen, wo wir gestartet sind. Man hätte auch die meinte Google Maps hier. Verwirrung. Ja eben, deswegen verwirrt mich das so. Na denn, haben wir es doch hingekriegt. Ich habe nie an dir gezweifelt. Und Zweifel einfach so langsam werden, dass man stehen bleibt. Und da steht irgendwas von total sperr. Mittwoch und Samstag. Wir sind nicht heute. Abenteuer Österreich. Abenteuer, wie spare ich mir den Maut? Okay, GPS, no trucks. No GPS. Das ist gut zu wissen. Wow, warte mal. Jetzt hat Google Maps sich gesagt, jo, doch nicht richtig. Ah. Fahrverbot. Was stand da alles noch? Da stand eine Menge. Das war wahrscheinlich wirklich früher mal so die Hauptstraße durch, bevor sie auf der anderen Seite gebaut haben. Ja, Google Maps schickt mich jetzt hier lang, ne? Das ist okay. Wir vertrauen dir vollkommen. Wir sind langsam Verkehr, ja. In den Minuten 30. Ach so. Ich finde das nämlich ziemlich albern, dass er uns jetzt hier durchführt, weißt du?
Wir nehmen mal die Hauptstraße weiter. Ich bin auch. Also, langsam Verkehr sind wir doch, oder? Aber vielleicht ist ja diese L76 wirklich zu Ende irgendwann und deswegen schickt uns Kalimoto da nicht lang. Weißt du? Wie weit geht denn die Straße? Lass uns mal kurz hier kurz gucken. Lieber kurz gucken, anstatt jetzt 15 Kilometer in eine Sackgasse zu fahren. Deswegen geht eindeutig in die Richtung. Wir versuchen es jetzt. Oder da stand auch was bis fließfrei, ne? Baustellenmäßig. Oh, fuck it. Ja, das ist ein totales Stoppschild. Okay. Außer heute ist Mittwoch oder Samstag. Nee, heute ist Donnerstag. Okay. Aber dass Google Maps mich dann hier nicht lang schickt, ne? Das verunsichert mich halt ein bisschen. Das verstehe also, ich vollkommen. Google Maps und Kalimoto, beides. Die Spannung steigt. Noch keiner auf die Straße gerannt und noch keine Vollsperrung, also. Let's do this! GoPro läuft. Ich habe ihm zugenickt und er hat freundlich zurückgenickt. Ich nehme das als Zeichen für alles tutti. Zu diesem Zeitpunkt war diese Straße weder auf Google Maps noch über Kalimoto, welche OpenStreetMaps nutzt, fertiggestellt. Es hat quasi ein Stück Straße gefehlt, wodurch beide Systeme diese Strecke nicht als Option angeboten haben. Dieses Problem sollte also nicht mehr auftreten, da mittlerweile die Straße laut Maps fertiggestellt wurde. Abenteuer Österreich! Oh, das Schloss da oben, oh, wie schnuckelig! Hoppa! Yep, das wäre wieder eine Mautstraße gewesen. Abenteuer Österreich! Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir zwei verschiedene Navigationsgeräte benutzen und keines uns ans Ziel führt. Abenteuer Österreich. Wie gesagt, ich mache dir keinen Vorwurf, du kannst nichts dafür, aber ich finde es sehr witzig, dass durch die letzten Tage sich das Thema zieht. Nur noch zwei Pässe, nur noch 14 Kilometer. Ach, nur noch mal kurz umdrehen. Und dann wird immer ein schönes Abenteuer daraus. Oh, Schatten. Oh ja. Schatten, Fahrtwind und Schräglage, meine 3S. Ne, warte mal, Fahrtwind ist mit F. Ja, ich habe den Schatten nötig, weil offensichtlich ist mein Hirn moves. Nice. Wir sind angekommen im Hotel Tiroler Hof. Ein Umleitungsgeschlängel vom Feinsten. Unverständliche Schilder mit viel zu viel Aufschrift. Abenteuer Österreich. Aber es sieht doch gut aus. Das sieht sehr schnuckelig aus. Wir gehen heute noch alle in die Sauna, oder? Hast uns sehr gut hernavigiert. Das war anstrengend. Ah. Und damit sind wir auch schon quasi kurz vor Deutschland. Fahren wir morgen schon nach Deutschland? Morgen sind wir in Deutschland. Holy shit! Ist ja schön hier. Aua. Ein bisschen eng. Nein, das ist genauso wie sein. Wir hatten aber beide Protection, ne? Und das 23? Ich musste Treppe laufen, weil die Herren sich einfach an den Fahrstuhl gedrängt haben. Was ist da gerade zu? Was hier? Die Frau, die uns da gerade reingelassen hat, ist eine sehr alte, betagte Dame. Die arbeitet wahrscheinlich seit 30 Jahren hier in den Mitteln 40. Und dann kommen wir rein. Ja, wir haben Booking.com hier für drei Leute. Das war herrlich. Also wirklich, schön, so das Treffen der Generation, die Booking.com-Generation und die, ich mach das hier, seit ich denken kann, Generation. Oh, ist eine Toilette mit Platz für die Knie? Ich glaub's nicht. Man merkt gleich, dass man wieder in Österreich ist. Österreich. Und dein Gaming-Tisch ist auch schon wieder ready? Nice. Ist das ein Gaming-Tisch, wo wir beide dran sitzen könnten? Nein, weil nur eine Steckdose drüber hängt. Fünf. Wi-Fi ist auch da. Müssen wir mal gucken, ob es gut ist. Ich sag dir, hier geht es uns gut. Jetzt zeig mir noch den Balkon. Ich sehe, du hast deine Bettseite auserkoren. Ich habe einfach. Ja, das ist deine intuitive Handlung. Okay, ja, anscheinend war es das. Und da stehen die Dreiecks. Und hier sind die Blumen. Und da ist Schnee auf dem Berg. Oh ja, da vorne. Fucking, wie hieß das? Stiflers Joch hoch? Wo ist das? Jetzt bin ich voll durcheinander. Wie das richtig aussieht. Stilfas Joch oder Stelvio Pass? Stelvio. Passo del Stelvio. Passo del Stelvio. Hatten köstliche Würstchen oben drauf. Eine geile Runde gefahren. Haben nette Leute aus
dem ältesten Ort Deutschlands kennengelernt. Das Namen wir. Sorry, Leute. Ist Trier. Mir schon, Trier ist mir schon wieder entfallen. Und das ist einfach, was an einem Tag so Geiles passieren kann, einfach. Ich habe schon ein paar Highlights heute auf jeden Fall. Die Funktionsklamotte müffelt und damit sie nicht weiter müffelt und da wir auch noch ein paar Tage sind, unterwegs sind, wasche ich sie jetzt einmal durch. Das erste Mal Handwäsche im Waschbecken. Gerade mal kurz belesen, also man soll anscheinend erstmal die Wäsche einwirken lassen. Dazu mache ich jetzt mal heißes Wasser in das Waschbecken. Dann gebe ich ein bisschen Shampoo aus irgendeinem Hotel dazu. Ich habe jetzt kein Waschmittel oder so. Ich glaube, Funktionswaschmittel wäre jetzt an der Stelle besser. Und ich hoffe halt, dass die bis morgen früh wieder trocken ist, sonst habe ich ein Problem. Und dann kommt jetzt die gut riechende Wäsche da rein. Es fühlt sich widerlich an irgendwie, aber mal gucken. Heiß, heiß, heiß. 30 Minuten sind um. Gucken wir mal. Sieht gar nicht mal so sauber aus. Das Wasser. Nicht auswringen, sondern ausdrücken, weil mit auswringen verändert man die Form und die Größe. Und man macht sich damit, die Kleidung leidet etwas darunter. Deswegen drücke ich es nur aus, so gut es geht. Und dann lege ich es erstmal in ein Handtuch, damit die Feuchtigkeit sozusagen rausgesaugt wird. Und dann kommen die auf den Balkon. So, die Funktionswäsche ist einigermaßen ausgedrückt. Da ist jetzt nicht mehr viel Wasser drin. Also kaum sei ordentlich noch was raus, wenn du rausdrückst. Und jetzt lege ich die hier in das Handtuch. Das Handtuch ist jetzt gut nass. Und das fühlt sich fast so an, als ob ich es schon anziehen könnte. Ich werde es jetzt auf dem Balkon nochmal hängen. Und dann hoffentlich morgen früh in trockenem anziehen.